Willkommen. Hallo. Muss ja aufgezeichnet werden. Heute werde ich Ihnen wieder, wird wieder eine komplexe, schnelle Geschichte werden. Und Sie müssen sich beim letzten Mal gucken, dass Sie die roten Faden bekommen. Ich lehne das ab, das werden Sie gemerkt haben, irgendwie Kindergeschichten zu erzählen. Die sind an einer begabten Schule hier. Und ich glaube, es ist für dieses Fach wenigstens, eigentlich meine ich allgemein so, dass es gut ist, man schmeißt sie einfach ins Wasser und dann durch Wiederholungen lernen die einfach schwimmen, wie es geht. So, das heißt, Ihnen das jetzt didaktisch so aufzubereiten, dass Sie am Ende das Gefühl haben, es verstanden zu haben, was dann tatsächlich nicht der Fall ist, aber Sie haben ein gutes Gefühl, wenn Sie da rausgehen. Das finde ich, man kann Ihnen zumuten, dass Sie das nicht bekommen hier auf einer begabten Schule. Ja? So, deswegen wieder ein schneller Durchgang und Sie müssen einfach lernen. Also es sind ja alle Referenzen da, Sie können sich das alles auch auf den Videos angucken. Sie können diese Skripte hier, nach denen ich die Vorlesung mache, das ist ja alles da. Sie können das alles probieren, im Internet auch weitersuchen und so weiter. Jetzt geht es darum, dass Sie die grobe Idee bekommen. Und es ist dann auch so, ich werde heute die erste Übung vorstellen. Aber vor allen Dingen ist es so, dass ja dann in der schriftlichen Prüfung am Ende des Jahres Sie dann über die Zusammenhänge gefragt werden. Sie müssen dann einen kleinen Aufsatz schreiben zu ein paar Fragen, die ich Ihnen stelle, die das behandeln, worüber ich eigentlich immer rede. So. Das heißt, es geht mir auf der einen Seite darum, dass Sie ein Gefühl dafür kriegen, worum es technisch geht und das so ein bisschen trainieren. Aber ich hatte Ihnen gesagt, das ist nicht möglich, dass Sie, während Sie Architekt werden wollen, programmieren lernen. Jeder, der Ihnen da irgendwas anderes verspricht, erzählt Ihnen Unsinn. Es ist wie wenn Sie Chinesisch lernen wollen, das macht man nicht nebenher. So, deswegen können Sie ein Gefühl dafür kriegen und ein bisschen damit rumspielen, dass Sie da ungefähr verstehen, worum es geht, damit Sie wissen, wenn Sie das interessiert, worauf Sie sich einlassen. Was wesentlich ist als zweite Linie ist, dass Sie verstehen, worum es geht, wenn wir mit Computern arbeiten, was es heißt mit Big Data, mit künstlicher Intelligenz und so weiter. Und was Sie als Architekt ändern müssen oder wie Sie Ihren Kopf und Ihre Arbeit aufstellen müssen, damit Sie in die nächsten 20 Jahre zurechtkommen und mit den Maschinen nicht kämpfen müssen, sondern dass Partner werden können. Darum geht es. Deswegen sind diese Geschichten wichtig und deswegen kann ich Ihnen keine Kindergeschichten erzählen, weil es immer ums Ganze geht. So, heute geht es nicht um Architektur. Ich mache hier eine strenge Trennung. Da kann man sich mit allen möglichen Leuten drüber scheiden. Das ist eine spezielle Position, die ich habe. Ich sage, Architektur finden Sie im 15., 16., 17. Jahrhundert. Sie finden die im 20., 21. Jahrhundert. Sie finden die aber nicht im 18., 19. Jahrhundert. Das ist sowas wie Kulturengineering, aus meiner Sicht, um das klar zu machen. Und ich würde sagen, das ist Design. Und heute geht es nicht um Design, sondern es geht darum, Architektur oder Architektonik zu tun. Das sind die Unterschiede zwischen Geometrie mit der Architektur und der Arithmetik und dem Kalkulieren und dem Rechnen und dem Arbeiten mit Zahlen, auf der anderen Seite eben mit Design und mit Engineering, mit Kunst auch. So, und heute werde ich Ihnen in Abgrenzung erklären zu dem, was wir dann in der nächsten Runde machen werden, was ich denke, was Design ist und wie das geht. Ich hatte auch erzählt, dass es, und Sie sehen das an dem Object und an dem Edit Mode in Blender, da hatten wir den gleichen Unterschied. Heute gehen wir in den Edit Mode, das Design. Das werde ich heute besprechen. Und wir werden und das als prinzipielle Modellierungstechnik in der künstlichen Intelligenz, in Computern, gibt es dort, das heißt Grammars. So, das gibt es in CAD-Systemen nicht, weil die CAD-Systeme immer alles abbilden in geometrischen Manipulationen. Und deswegen sind die Interfaces nicht so organisiert, dass sie das machen können. Das ist blöde.
So, deswegen ist das mit den Grammatiken wird ein Spezialthema, mit dem sich auf eine spezielle Art und Weise skripten oder so, es wird auf jeden Fall etwas esoterisch, wenn Sie das mit CAD-Systemen machen. So, ich werde Ihnen heute zeigen, wie das geht. Prinzipiell, und die Übung wird auch so sein, dass Sie eine kleine Grammatik erstellen. Sehr einfach. Dann das als zweites Modell. In der Geometrie und in der Architektonik gibt es sowas, was man sagen würde heute, das sind Parametriken. Und das ist ein inverses Modell, wie Sie Gebäude machen können. Das würde ich sagen, ist Architektur oder Architektonik. Die Begriffe Grammatik und Parametrik, die sind sehr prominent. Die werden alle sehr positivistisch diskutiert. Ich hatte Ihnen immer erzählt, dass wir diesen komplexen Zahlenraum haben, aus Raum und Zeit. Und das, was wir im Poststrukturalismus, im Postmoderne und so weiter, was immer diskutieren, ist sowas wie, dass Sie den Schatten von diesem vieldimensionalen Würfel, den Schatten auf der Fläche sich angucken. Und das nenne ich, das ist immer diese Form von Positivierung. So, und die Begriffe Grammatik und Parametrik sind, so wird das benutzt, sind immer Schatten von etwas, was komplexer ist. Und ich werde Ihnen jetzt erzählen, wie Sie das im komplexen Raum drehen. So, und diese Idee müssen Sie kriegen, worum das geht. Und ich werde Ihnen das zeigen anhand des Lambda-Kalkulus, und ich werde es vor allen Dingen jetzt kontextualisieren im 18. und 19. Jahrhundert, sodass Sie die Geschichten, die Sie von daher kennen, die Ihnen sehr vertraut sind, anfangen so lesen zu können. Weil es ist immer schwierig. Ich sage, da ist die Zeit immer, wenn Sie einen Bruch haben, ist die Zeit immer im Zähler und der Raum immer im Nenner. So, aber dann sagen, ja, okay, was hilft das, ja? Das hilft mir nicht viel, wenn ich sage, ich kann die ganze Aufklärung damit erklären. Deswegen brauchen Sie immer diese Form von Kontextualisierung. So, wir hatten das hier so. Es geht um diese Raumzeitkrümmungen. Das kennen Sie, und ich denke, dass das, was wir Natur nennen oder das, was wir wertvoll finden, in der Architektur, in der Natur, auch dieser Unterschied zwischen Kultur und Natur, denke ich, nutzt nicht viel. So, auf jeden Fall, ich würde sagen, das sind alles precious pieces of time. Kapseln, Zeitkapseln. Und die haben eine eigene Memory, das ist ja immer eine Zeit. Und sie äußern sich aber in der Zeit, im Raum. Und immer wenn sie Raum und Zeit hören und sehen, kombinieren in einen Kreislauf, dann ist Intelligenz involviert. So, und dann werden Dinge Subjekte. Das ist das, was wir in der Ökologie auch machen, dass wir sagen, ein Baum spricht. So, die kann man nicht einfach abschlagen, der hat ein Leben. Das sind precious pieces of time. Und die haben eine eigene Geschichte und wir können die nicht verstehen. Wir können das nicht ausbreiten, weil es gekreiselt ist. So wie man die Welt auch auf einer Karte nicht ausbreiten kann. Die muss man dann zerschneiden, um sie platt zu machen. So. Und deswegen kann man die nicht verstehen. Deswegen kann man so umkreisen, man kann mit ihr reden, aber man kann das nicht ausbreiten und als Karte verstehen. Also in dem Sinne, verstehen kann man es nicht. Man kann damit Freund werden, aber nicht verstehen. So, das, denke ich, ist Intelligenz. Und so müssen wir das alles anschauen. So, dann hatten wir diese Geschichte von Day and Night. Heute werde ich über die Nacht reden. So. Und dann das als Wiederholung, at night, at home, you are circled in a space, seeing time in repetitions, to analyze the origin of space. At day out there, you are lined up in time, hearing the spatial synchronicity of the elements, to explore the right way in time. Wir sehen immer, sind Orthogonalitäten zwischen Kreisen und Linien, Linearität, Zirkularität, Wiederholungen und so weiter. Und das ordne ich Tag und Nacht jeweils zu. At night there is engineering and design, and at day there is architecture. So today we talk about the last night. We will not
talk about architecture today. So, auch das war noch etwas. Wenn wir jetzt in die Nacht eintauchen, dann haben wir ja Erinnerungen an den letzten Tag. Ja? So, it is night, you are at home, it's cold outside. You organize your comfy, warm place around the fire. You maintain your life with care. Your life runs in cycles, time is passing by. In this concentration, you develop engines, technical structures. Your life is on reflection, on education, on control and analysis of everything, including yourself and your psyche, of course, because you have time. The calculus, the engine, legalité, the profit, the taxes, the beauty and the beast, the logic of thought, studies of hysteria, and so on. So the Psychoanalyse, Sigmund Freud, alles, was man so gerne hat im 19. Jahrhundert. Sherlock Holmes, Moby Dick, alles ist drin. Die sind alle von dieser Sorte. So, jetzt zeige ich Ihnen, wie das bei der Nacht ist. Und das sind ganz wesentliche mathematische Prinzipien, die sehr interessant sind und die überhaupt nur die Sachen konstituieren. So, in der Nacht sehen Sie den Himmel so. Sie sehen diese kreisförmigen Bewegungen. Und das ist das Einzige, an dem Sie sich orientieren können. So. Sie messen also jetzt diese Form von kreisförmigen Bewegungen in einer Sphäre. Und das Einzige, was interessanter, also das sind die Erinnerungen, das ist das mathematische Modell, mit dem Sie die Erinnerungen an den letzten Tag halten können in der Nacht. So, es gibt keinen anderen Mechanismus, auf den Sie sich verlassen können in der Nacht. So, und das Interessante ist jetzt, das ist mit Ptolemäus, das ist eine, was Sie jetzt machen müssen, Sie müssen aus der kreisförmigen Bewegung einer in der Sphäre etwas auf der Ebene messen. So, Sie kommen aus der Zeit und wollen in den Raum. Was ja eigentlich nicht geht. Die können ja nicht sehen, was sie hören. So. Und das, wie das geht, von der Kugel auf die Ebene zu gehen, ist dieses interessante Phänomen. Und das ist stereografische Projektion. Hier habe ich den Code, wie das geht. Das Interessante ist, dass wenn Sie irgendeinen Kreis auf der Kugel haben, hier oben in den Polen eine Lampe aufstellen, dann haben Sie immer einen Kreis auf der Ebene. Das kann man jetzt auch hier mit der Longitude und der Latitude, da können Sie jetzt hier zum Beispiel 170 Grad einstellen. Ja. Hallo. Ah, der muss jetzt den ganzen Code für die Vorlesung evaluieren. So, dann sehen Sie das hier. Jetzt habe ich das entlang der Latitude hier verschoben und es ist immer noch ein Kreis. Ich kann es auch jetzt rumdrehen. Das mache ich hiermit. Sage ich Pi ein Drittel. Und dann sehen Sie, es hat sich gedreht. Hier gibt es ein YouTube mit Riemann. So, das ist der Weg, wie Sie aus dem Raum in die Zeit kommen. Das Riemann, 1880. Und das Einzige, was gleich bleibt, sind nicht Proportionen, sind nicht Längen, so, sondern es sind die Winkel, die bleiben gleich. Das ist interessant. Ja? So.
So at night, so what is conserved, also was die Erinnerungen an den letzten Tag sind, sind die Winkel in der Nacht, wie sich etwas dreht. Das ist interessant. Wenn Sie von der Nacht in den Tag wollen, das ist das Gegenmodell, das werden wir dann in der nächsten Hälfte der Vorlesung, also in den nächsten Vorlesungen machen. Das ist mit dem Gnomon, von dem ich sicher schon geredet habe. Und da ist die Proportion von den Coverings, von der Fläche, die Sie überstreichen, die bleibt konstant. Eine Proportion bleibt konstant. So, das heißt, die Winkel sind die Erinnerung an den letzten Tag. Und die Proportionen sind die Träume der letzten Nacht. Das ist das Einzige, was Sie rüber retten können, vom Tag in die Nacht und von Nacht in den Tag. Das ist sehr schwierig zu verstehen. Aber ich glaube, dieses Reden mit Tag und Nacht, mit Raum und Zeit und so weiter, Sie müssen das als Denkgerüst sich zusammenhalten und merken. Und dann hilft Ihnen das, die Sachen zu verstehen. Ja? So. Jetzt Design and the Creation of Objects. So, das ist jetzt so eine Abgangmaschine, so eine Biegemaschine. So, ich würde jetzt sagen, das ist ein Objekt der Nacht. Weil sich das in Kreisen bewegt. Und das, was hier, diese Maschine definiert sich durch circular repetitions in time. Es ist nicht dieser Stahlkörper da, der interessant ist. Interessant ist, dass sie sich bewegt. Und zwar in Zirkeln in der Zeit. So, machines are of circular repetitions in time. Forget about their body in space. It is a spirit that dreams, a ghost, an idea, fired with coal or electricity, which makes machines create objects in space. So, das ist, was die jetzt machen. Also, die bewegen sich. Und dann produzieren sie dieses Zeug. So, das heißt, die Maschine ist ein Zeitobjekt. Und dieser Winkel ist sowas wie die Spur des Zeitobjekts. Ja? Okay. So. Und das machen wir mit dem CAD, wie wir das im Blender gemacht haben, auch. Also deswegen sage ich, im Edit-Mode sind Sie mit der Maschine, das heißt, die drehen sich nur. Und das Verrückte ist, dass das in der CAD-System immer gleich gemacht wird. Das ist so schwierig, das auseinanderzuhalten. Also im CAD-System, im Edit-Mode, sind Sie hier. So, da produzieren Sie Wege in der Zeit, wie man sich bewegt, Repetitionen in der Zeit. So, und wenn Sie dann im Object-Mode sind, dann können Sie ganz viele Kopien davon machen und überall hinstellen. Das ist im Raum. So, und damit das klar wird, sage ich, das ist Design und Engineering und das ist Architektur, wenn man das im Raum anordnet. Also nicht die Produktion, sondern wenn ich die Teile jetzt habe, 120 und irgendwas damit machen muss. Weil das ist im Raum und Architektur befasst sich mit dem Raum. Die Konstitution von Elementen im Raum und die harmonische Bewegung in der Zeit ist Engineering und Design. So, sehr präzise und klar. So, um jetzt voranzukommen, sehen wir hier am Anfang der Aufklärung mit Leibniz, das sind Rechenmaschinen. Zahlen sind Maschinen in der Zeit. Zahlen sind solche Maschinen. Die drehen sich einfach immer. So, und Sie sehen hier zum Beispiel, hier, wie ein Stepping Wheel arbeitet. Das ist Anfang 1700.
Macht man hier, warum läuft der Film nicht? Was ist denn das für ein Film? Passiert überhaupt nichts. Okay, jetzt sehen Sie, wie man zählen kann. Also wie man eine lineare Bewegung in eine in einen Winkel übersetzen kann, mechanisch. Stepping Wheels. Das ist der Anfang von jedem Computer. Tup, tup. Super simpel. Man glaubt gar nicht, dass man so lange, also dass 20 Millionen Jahre haben die Menschen gebraucht, bis sie das erfunden haben. Da bin ich schon erstaunlich. So, jetzt gibt es hier einen Calculator, wo man einfach nur viele von den Dingern zusammensetzt. Und dann baut man halt solche Räderwerke zusammen. Ja, da können sich das angucken. Aber Sie können sich das dann vorstellen, wie das geht. Mit einem Übertrag und so weiter. So, vorwärts, rückwärts drehen und so weiter. So, gucken Sie sich das genauer an. Hier jetzt berühmt ist, und das finde ich sehr, sehr interessant. Hier Pascal, der hat das mit 18 gebaut, diese Maschine, 1642. Ist dann auch schnell gestorben, er hat viel zu viel gemacht. So, und der hat diese Maschine hier gebaut. So, und das Interessante ist jetzt, wie das Interface, das würde ich sagen, ist ein echtes Interface. Weil das sowas, das Ergebnis einer Mechanik, einer kalkulierten Mechanik visuell präsentiert. So, und da sehen Sie jetzt hier solche Rädchen, Walzen, So geht das dann halt. Da kann man, jetzt können Sie sich auch das wieder genau angucken. Das Ganze gibt es auch in Lego und so weiter. Ja? So, aber das Interessante ist, dass das so aussieht. Also diese Form von Fassade hat eine Maschine, die sich so dreht, kriegt diese Form von Fassade. Und das werden wir in der Architektur auch wieder sehen. Also was wir jetzt machen werden ist, ich werde Ihnen die Architektur dieser Zeit so drehen lassen. Das ist die Grammatik im Grundriss, das ist die Ichnografie. Ichnografie ist immer, wie bewegt man sich im Grundriss. Das heißt, es wird jetzt, der Grundriss wird sich genau so kalkulieren, in Zahlen. Und die Fassade ist das Interface in der Zeit. Und das ist weitgehend tot. So, das ist das, was die Maschine gelernt hat in der Zeit. Ja? Und die sind fiktiv. Also das ist sowas wie, das ist das, wovon die Maschine träumt. Das ist das Interface. Das Interface heute ist irgendwie, das sind absurde Shortcuts und Pragmatiken, wie man schnell irgendwie Leute glücklich machen kann, Sachen verkaufen kann und so weiter. Ich glaube, die Träume der Maschinen sind in der Nacht sind Interfaces. Ja? Und Sie sehen, ein Interface braucht immer eine Mechanik, die zirkulär ist, und das Interface selber ist wieder linear. Sehr interessant. So, also, wir hatten diese Form von Maschine, das haben, denke ich, verstehen Sie gut. Sie verstehen gut, wie das mit unserem CAD zu tun hat und warum das was mit Architektur zu tun hat. Ich sage Ihnen, das ist genau so eine Maschine, die ein bisschen komplizierter ist. Das ist ein Rechner. Und ich sage Ihnen, es gibt im 18. und 19. Jahrhundert nichts anderes als solche Maschinen. Es wird auch nichts anderes gedacht als solche Maschinen. Da gehen die von Durand bis nach Schinkel, Semper und so weiter. All diese Form von Theorie geht mit dieser Maschine. Gucken bei Hegel an, es ist diese Form von Theorie. Die gucken die Geschichte und die Poesie an, die wir kennen, diese Form von Maschinerie. Und auch Leibniz, der dann diese Maschine gebaut hat, die gehen davon aus, dass die Welt kalkulierbar ist.
was ein anderes Problem ist im 18. Jahr, im 19. Jahrhundert als im 21., weil wir auf der anderen Seite sind. Für sie war das der Raum der Möglichkeiten, die Kalkulation. Also die Kalkulation schließt nicht ab in Notwendigkeiten, sondern öffnet in Möglichkeiten im 18. Jahrhundert. So, mit der heutigen Technik, weil das nicht mehr Mechanik ist, schließen wir die Möglichkeiten zu Notwendigkeiten ab mit den Computern. Das ist der Dreh, mit dem wir dann in der Geometrie landen. So, aber Sie verstehen, so läuft das Räderwerk mit den Maschinen. So ist das Innen. Das ist in unserer Sprache von den Architekten die Ichnographie, der Grundriss. Das ist, wie sich die Leute bewegen. Und sie bewegen sich harmonisiert im Raum, in Kreisbewegungen. Gehen Sie in Wien auf den Opernball, geht das genauso. So, und dann machen Sie diese Form von papiernen, etwas synthetisierten Fassaden da drauf, die Träume sind, Träume in der Nacht, von der Bewegtheit. Das ist das, was man gelernt hat über die Zeit. Also das Ergebnis einer Kalkulation. So. Schauen wir jetzt, weil das zum Beispiel mit Latour so interessant, also was fast jeder ja macht, dann gibt es diese ganzen Phänomene, dann haben wir diesen komplizierten Raum, in der die Dinge sich organisieren, Raumzeit gekrümmt, und dann sagen die alle, ja, aber guck, man kann doch sehen, wie der Strom fließt. Man kann sehen, wie ein Computer arbeitet und so weiter. Oder man kann sehen, wie mein Hirn da, wie die Ströme da drin sind und so weiter und so weiter. Und dann denke ich immer, und Sie müssen dann sagen, ja, was ist nur der Schatten? Weil die Zeit raus ist. Es ist eine Karte, eine Projektion, und es ist nur der Schatten, und es ist ein Traum von dem, was da tatsächlich passiert. Ja? Latour ist zum Beispiel so jemand, der prominent ist in der Diskussion in der Architektur, der meint, dass Daten materiell sind, also dass das was ist, wie Sand. Und dann sagen die, dass alles an Macht erodiert und die Daten als Materialität Macht übernehmen und so weiter. Und dann werden als Soziologe Spuren verfolgt in diesem Sand. So. Und es hat einfach alles keine Bedeutung. Daten haben, und das ist das Verrückte daran, und das ist das Blöde mit der Quantenphysik, das Gleiche. Also sobald Sie da sagen, es sieht ja, ist aber es ist doch ein Partikel, haben Sie den ganzen Witz von den Quanten weg. Also dann sind die Wellen weg, dann ist die Kugelförmigkeit weg. Natürlich hat man dann Quanten, aber dann ist tot. Sie werden sie in einen Schmetterling pieksen, damit sie ihn konservieren können. Der fliegt halt nicht mehr. Der ist halt nicht mehr diese Kugel. Und natürlich kann man Schmetterling aufpiksen und dann abzählen, wie viele Farben, wie viele Beinchen der hat. Aber das hilft einem nicht. So, das heißt, die verbreitete Art, wie man über Computer oder über Daten denkt, ist immer, dass die Daten irgendetwas bedeuten oder dass die sowas wie eine Physik haben. Weil man könnte ja auf der Festplatte irgendwie nachgucken, wo die sind. Ja, klar kann man die nachgucken. Aber das interessiert überhaupt nicht. Ja? Oder dann dieser Wahnsinn, dass man anfängt, Bilder-Scans vom Hirn zu machen, um Täter kriminalistisch zu überführen. Da gucke ich ein rotes Sofa an, dann sind da bestimmte Bereiche im Gehirn. So, oder ich habe, ja, und dann ist das klar, dass wenn das dann nochmal ist, dann feuert das irgendwie mit einem vergleichbaren Muster. So, also kann man sagen, mit bestimmten Mustern, so ist die Theorie, ja, und so misst man das dann auch. Wenn ja irgendwie ein Tathergang war und dann in dem Hirn bestimmte Muster da sind, dann war ich der Täter. Ja? Und es werden Leute verurteilt so. Nicht hier, in den USA ist das so. Dazu kommt, dass das auch sehr wichtig ist. Das sehen wir an den ganzen Fake News und so weiter. Also jede Form von Statistik können Sie machen. Sie kriegen für jede Aussage immer Proof. Das ist ja das Irritierende.
es kollabiert immer die ganze Welt auf alles, was sie sagen. Das heißt, auch das können sie beweisen in den klassischen Schemen. Und deswegen ist es so wichtig, dass sie den Punkt kriegen, worum geht das heute auf der Welt. So, jetzt zeige ich Ihnen, wie so Spuren gelegt werden können von Computern. So, und das ist auch eine Faszination, wie die im 18. und 19. Jahrhundert war. Dass man, das ist ja Sherlock Holmes, der kriecht ja auch überall rein und sucht Spuren im Dunkeln, um das aufzuklären. Mit der Taschenlampe und so weiter, mit der Lupe. So, so geht das hier. Wir haben hier einen Baum. Das ist jetzt erstmal der Stamm. Wir zeichnen eine Linie von 0 bis 1 und machen das in einer bestimmten Größe als Grafik. Wir haben eine Regel. So, das ist ja ein bestimmter Code. So, wir haben eine Regel. Hier, linke Seite von der Regel. Wir matchen auf die Liste einer Linie mit zwei Punkten. Das heißt, das hier würde matchen. Und der erste Punkt wäre P1 und der zweite Punkt wäre P2. Und das ersetzen wir durch die Linie und die Linie ein bisschen modifiziert, zweimal, zwei Linien hinten dran machen. Also wir nehmen die Linie, matchen das und ersetzen das durch die Linie und zwei weitere Linien. So, das ist eine Regel, so nennt man das. Und eine Grammatik ist ein Set von Regeln. Mehr nicht. Das ist alles, was Sie machen müssen. So, und das Schöne ist jetzt im Mathematiker, Sie können das direkt so machen. Das heißt, Sie machen einen Schlüssel und sagen, wenn das matcht, dann ersetze das durch das. So, das machten wir hiermit und wir sehen, was passiert. Wenn wir den Code angucken wollen, sehen wir hier, diese eine Linie, die wir hier gemacht haben, diese hier, ist jetzt ersetzt durch drei Linien. Die erste Linie, die wir hatten, plus modifizierte Linien, die einmal nach links und einmal nach rechts drehen und zwei Drittel so lang sind. So, das ist eine Regelmaschine. So, wenn wir das jetzt dreimal aufeinander anwenden, dreimal die Maschine drehen lassen, und verfolgen, wie die Maschine läuft, dann haben wir das. Und wenn wir das mit Replace machen, dann haben wir so einen Baum. So, was wir jetzt sehen, ist, das Arbeiten eines Kalkulators, die Spuren des Arbeiten einer Maschine in der Zeit. So, was ja schön ist. Jetzt kann ich Ihnen einen realistischen machen. Auch das werden wir dann nochmal durchkommen mit Statistik, Stochastik und Probabilistik. Hier gibt es jetzt sowas wie Normalverteilung, davon werden die gehört haben. Wir machen jetzt einfach drei Normalverteilungen, weil wir ja hier Variablen haben. Wir haben hier das 2 Drittel, wir haben 30 Grad und wir haben hier die Länge 1, mit dem wir den Baum modifizieren können. Entsprechend sage ich, wir haben hier, was ist das? Delta 1 ist 1 und eine Standardabweichung von einem Drittel, dann 25, 3, 2 Drittel, 1 Drittel. Und jetzt können wir uns das darstellen lassen mit Plot. Und dann gibt es die erste, die zweite und die dritte Distribution. Sie sehen, Sie können das einstellen, die zum Beispiel jetzt hier von der ersten. Wenn ich das jetzt hier größer mache, dann wird die flacher. Wenn ich das hier mache, wird die spezifischer. Ich habe es auf 0,25 eingestellt. So, was heißt das? Ich kann jetzt entsprechend dieser Distributionen 12 Events zum Beispiel darstellen, von 1 und von 2. Und dann sehen Sie, hier haben wir Werte. Wenn Sie die aufeinander addieren, diese Werte, und sortieren, dann kriegen Sie immer diese Verteilungskurve. Und das kann ich jetzt auch darstellen. Verteilung 1, 1000 Events packen, zweidimensional und darstellen als Grafik. Dann kriegen Sie so eine Grafik. Und jedes Mal, wenn Sie das neu machen, sieht das anders aus, aber dann doch wieder gleich.
So, das ist 18. bis 19. Jahrhundert. Man arbeitet nie mit einem einzelnen geometrischen Ding, sondern immer mit dem Zusammenklang von allem. Und das alles ist immer ein Traum. So wie das jetzt hier irgendwie ein Traum ist. So. Man hat immer ganz viele Elemente, ganz viele Ameisen. Da dachte man, das sind alles Ameisen. Dann gibt man dem den Namen Ameisen, weil die alle ungefähr gleich sind. Also gleich viel Größe, gleiche Beinchen, gleiche Farben und so weiter. Ungefähr. Es gibt immer nur ungefähr. Ja? Das ist die andere. Von der zweiten Verteilung, von der dritten hat man dann wieder eine andere Kurve. So. Jetzt machen wir einen realistischen Tree. Wir setzen die eine Verteilung hier rein, in den Tree 1. Rule 1 haben wir die zweite und die dritte Verteilung drin. Und wenn wir das jetzt hier nesten, kriegen wir immer wieder neue Bäume. Das ist die Faszination des 18. und 19. Jahrhunderts. Das ist das, was wir ein Individuum nennen. Das ist ein Individuum von einer spezifischen Art oder von einer Spezies. Die Spezies sind diese Regeln, sind immer Regeln. Und wenn ich das dann instanziere nach diesem Schema, das sind alles Begriffe davon, dann kriege ich ein Individuum. Einen anderen. So, jetzt machen wir eine andere Spezies mit anderen Verteilungen, sehen Sie, aber die gleichen Regeln. Und jetzt kriegen wir eine andere Spezies. So, wir können jetzt einen Wald machen. Trees 1, machen wir 60 Trees 1, 40 Trees 2. Machen die Grafik, dann haben wir hier die Stämme. Und jetzt machen wir einfach den Forest. Da. Und ich kriege jetzt immer wieder einen neuen Wald. Ja? So, das sind alles einfach Spuren von Kalkulationen. So, und das, was wir jetzt tun, ist, in diesem Fall, ist, dass das Interface, also der Traum, quasi die Spuren der Mechanik sind da hinten. Was ein Kurzschluss ist. Irgendwie muss der Traum ja flüchtiger sein. Das ist sowas wie eine Materialisierung des Traums. Das ist das, was wir mit der Computergrafik und so weiter feiern. So gehen die Härchen da in den Filmen, Kino und so weiter. So wird das immer gemacht. Immer das Gleiche. Nicht schwierig eigentlich. Ja? Es ist interessant jetzt zu sehen, dass die Regeln alle immer gleich bleiben. Es sind nur zwei Regeln. Das steuern nur über Normalverteilungen. Also nur über diese Zahl hier, über diese Zahlen hier. Und fertig. Und es macht keinen Unterschied, ob Sie einen Baum oder 100 oder 100.000, eine Million Bäume machen. Weil diese komische Place hier, da stecken Sie einfach rein, entweder einen Baumstamm oder drei oder 3.000 oder 30.000. Dann findet er das halt oft. Das ist eigentlich alles. Und Maschinen sind nicht faul. So. Darwin ist jetzt, um jetzt zu sagen, das geht andersrum. So, jetzt mit Darwin, da gibt es jetzt diese, da steht zum Beispiel I think. Das ist das erste Mal, wo der Baum der Evolution dargestellt ist. Das sind jetzt Arten und Spezies, die sich so verteilen und unterscheiden. 1837. So, wird also drin in dieser Zeit. So, jetzt gehen wir her von dem Forest, den wir vorhin hatten. Wir sehen, wir haben 100. Und jetzt müssen wir gucken, wie dieser Baum gelesen werden muss. Das ist ja das Problem immer, dass es im 18. Jahr, 19. Jahrhundert immer nur Schemen gibt. Es gibt keine Geometrie. Es gibt nur Winkel. So, das heißt, das ist kein Baum. Das ist eine Art von Verzweigung.
ist ein Schema. Ja? So. Was wir jetzt hier machen ist, das ist diese Funktion. Wir müssen uns etwas beeilen, deswegen kann ich erzählen, ist auch nicht so wichtig. Diese hole ich jetzt einfach von dem Baum 1, den Mittelwert und die Standardabweichung. Und zwar immer von den letzten Verzweigungen. Mehr nicht. Ich messe gar nicht, ich nur eine Eigenschaft von dem Baum. Ich nehme immer nur die Blätter und messe aus, wie die gewachsen sind. Und dann hat ja jeder Baum, weil das ja 4 oder 5 Generationen ist, irgendwie 30, 40 Blätter. Und dann mache ich davon wieder Mittelwert und Standardabweichung. Das macht diese Funktion hier von Tree 1, von Tree 12 und so weiter. Wir haben ja 100 Bäume. So, das sind jetzt die Punkte von allen Bäumen. Alle Mittelwert- und Standardabweichungen in... und ich habe das gemischt, hoffe ich. Ja, ich habe es gemischt. So, also durcheinander gebracht. So, wir können jetzt diese Punkte, also Standardabweichung und Mittelwert, wieder darstellen schematisch. Und wir sehen, also wir haben jetzt hier Mittelwert auf der X-Achse, Standardabweichung auf der Y-Achse. Und wir sehen, dass es zwei Cluster gibt. Und das sind Spezies. So ist Darwin vorgegangen. Er hat einfach hunderte von Ameisen gezählt und hat das aufgelistet und hat das statistisch, in dem Fall stochastisch, ausgedüftelt, um Cluster zu bilden und zu sagen, das ist unterschiedlich von dem. Und das macht man nicht nur mit einer Eigenschaft, sondern macht man mit mehreren. Und dann kann man Arten unterscheiden. So wird das gemacht. Das heißt, man nimmt an, dass es diese Form von Mathematik gibt und projiziert das mit dieser Brille auf die Natur und fängt an, Ereignisse, was immer es ist, zu clustern. Und zu sagen, das ist eine Ameise, das ist ein Baum, das ist eine Erle und so weiter. Ein Grashalm, ein Stuhl. So. In der Architektur müssen wir lernen, das ist ein Stuhl, das ist dieser Stuhl von Morrison, das ist eine Wand, das ist eine so und so weiter. So haben die das gemacht. Und Semper hat es nicht anders gemacht. Lesende Semper genau so, der hat Mathematik für ein paar Jahre studiert, das wollen wir nicht wirklich studieren, der, lesen Sie das durch, er hat es genau so gemacht. Er hat geguckt, was das ist da in unserer Historizität von Architektur und hat das so angefangen zu klassifizieren, wie Darwin die Spezies. Und dann sagt er, ja, an der Wurzel, welche Eigenschaften unterscheiden die Arten, ja, am kategorischsten. Also machen eine Unterscheidung nur in zwei oder in dem Fall in drei. Also was, welchen Parameter ist die erste Frage, die man stellen muss, wenn man nichts weiß über die Welt. Und dann sagt er, an dieser Frage kann man entscheiden, ob es A, B oder C ist. Wenn ich bei A, B bin, dann fragt er, was muss ich jetzt messen? Wenn ich hier bin, was kann ich jetzt messen? Dann sagt man, ja, das ist eine Ameise. Das ist der Baum. Also kein Baum. Ein Schema, wie man Fragen stellt. Ja? Oder wie man misst für etwas, was man nicht kennt. Eine Maschine. So, dieses Verfahren nennt man Analytik. Und Wissenschaft geht im Prinzip so. So, jetzt können wir Cluster finden. Das geht jetzt hier automatisch. Drei verschiedene Cluster. Da gibt es einen Ausreißer. Ich kann auch zwei. So, Cluster. Haben wir jetzt hier, das geht einfach mit Find Cluster auf diese Punkte. Dann macht er das selber, dass er die einfärbt. Und jetzt kann man hier die Klassifikation machen. Jetzt sagt man, der erste Baum ist von Klasse A, Spezies 1, dann von Spezies 2, 2, 1 und so weiter. Jetzt weiß ich, welche Spezies das sind. Jetzt kann man hier die Bäume sortieren und einsortieren. Und jetzt kann ich hier ein Exemplar der Klasse 1, noch ein Exemplar, jetzt hat der Darwin das alles einsortiert, Klasse 1. Und ich kann auch jetzt hier Klasse 2 machen. Das ist jetzt der nächste Art.
So, und die sind alle, so wieder eins, und dann gibt es einen, der ist drei, der ist mutant. Der ist so weit weg, dass man sagt, das wissen wir nicht, da sind wir unsicher. So, interessant, ja, weil auch diese Standardabweichungen, das ist ja nicht ausschließen, dass auch hier hinten irgendwie Sachen passieren, nur eben sehr selten. So, machen wir das hier noch. So, das sind jetzt in unserem Wald alle Bäume der Spezies 1 und das sind alle Bäume der Spezies 2. Gut, Pause. Danke. Okay, lassen Sie uns weitermachen. Jetzt zeige ich Ihnen, wie das architektonische Modellieren entsprechend geht. Also wie man einen Kalkulator macht, der sich als Grundriss entfaltet. So, wir machen hier eine Bühne. Und das müssen Sie, ich zeige Ihnen nachher ein Beispiel, so etwas müssen Sie zusammenstellen können in der Prüfung. Ich denke, wir werden das 20 Minuten machen und dann müssen Sie sowas wie ein Puzzle lösen und die Parameter finden, dass das aufgeht. Da zeige ich Ihnen ein Beispiel, wie das gehen kann am Ende der Stunde. So, was Sie hier tun ist, Sie machen sowas wie eine Bühne, geben den Namen, fügen das in ein Koordinatensystem ein, setzen die Größe 1:2:1. Sie unterteilen das in 20 und 10 Einheiten, deswegen gibt es 20, 10 im Proportions. Können das auch hier sehen Sie, dann wird das anders. So, die Units 1:1, Rotationen, orthogonales System, da brauchen Sie nicht wirklich ändern. Wichtig ist, dass Sie den Namen da haben. Hier können Sie sagen, wie dick dies gezeichnet wird und was für eine Farbe und so weiter. Das ist die Bühne. Und hiermit wird das immer gerendert, was Sie gemacht haben als Regelsystem. So, jetzt zeige ich Ihnen die prinzipielle Mechanik, wie Sie solche Maschinen bauen können. Hier haben wir jetzt ein Regelsystem, wie wir das bei dem Baum gemacht haben. Wir sagen jetzt, auf die Bühne wird jetzt das Objekt mit dem Namen Grid 1 gestellt. Es wird im Koordinatensystem der Bühne an die Position 0,0 gestellt, hat die Größe von 4 mal 4 Einheiten und unterteilt sich in 8 mal 8 Einheiten. Es ist ein Grid 1, das ist die Grafik. Sie wird in einer bestimmten Stärke und jetzt in Grau dargestellt. Sie hat ein orthogonales Koordinatensystem und sie soll um minus Pi halbe gedreht werden. So, das ist. So, wenn ich mir das hier anschaue, dann gibt es hier so einen Datensatz, der dem oben hier oben entspricht. Der Datensatz ist hier und hier ist das Rendering. Und so stelle ich das dar. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel sage, ich möchte es gerne 6 auf 4 haben, dann geht das so rauf. Wenn ich hier 4 auf 6 mache und so weiter, und dann müsste ich jetzt hier das Ding, wenn es regulär wird, wieder so anpassen mit der Unterteilung. Und das macht dann jeweils wieder ein eigenes Koordinatensystem. Das heißt, was ich immer noch mache, ich setze bestimmte in ein Koordinatensystem, ein neues Koordinatensystem, immer wieder rein, an verschiedene Orte. So, können auch mehrere machen. Wir haben jetzt hier 4 solcher Kommandos. Und wenn ich das jetzt ausführe, sehe ich, ich kann das jetzt größer machen. So, dann sehe ich jetzt 4 solche Koordinatensysteme in dem übergeordneten Koordinatensystem. Das ist jetzt sowas wie eine Verzweigung in 4 Äste. Sie haben den Stamm und 4 Unterverteilungen in die Äste. Und es geht immer nur Koordinatensysteme. So, und hier sehen Sie jetzt, wie das geht. Minus 2, und auch das ist jetzt sehr wichtig, was bei diesen Verzweigungen immer passiert ist, dass Sie Kombinatoriken machen. Das ist Kombinatorik. Und es gibt auch immer sowas wie eine kombinatorische Explosion bei diesem Rechner. Das ist das prinzipielle Problem, was man hat mit diesen Maschinen, ist kombinatorische Explosion. Dass das immer doppelt so schwierig, also viermal so schwierig wird, wenn Sie doppelt so viele Daten haben, Verzweigung. Und dann 16 Mal, wenn Sie dreimal so viele haben. Und dann explodiert Ihnen das
durch, wie jetzt mit dem Coronavirus. So, und diese Kombinatorik erleben Sie hier strukturell auch. Und das haben Sie in einem normalen Architekturprojekt auch immer. Und deswegen haben Sie so viele Bodyjobs. Und deswegen gibt es so viele fürchterliche Arbeiten, die man an so einer Baustelle hat, an einem Gebäude hat, im Planen, im Zeichnen. Hier sehen Sie das. Ich muss jetzt, um das hier so zu machen, einmal um den Nullpunkt rum. Das heißt, minus 2, 2, minus 2, minus 2, minus 2, 2, 2, 2, minus 2. Das habe ich gleich gelassen, aber ich mache die Rotation hier. 2, 1, 0, 3. So, das heißt, ich habe vier solcher Elemente. Um das zusammenzufassen, kann ich jetzt hier eine, das mache ich immer mit dem Zeichen hier, mit dem Unzeichen, kann ich eine sogenannte Pure Function machen und habe jetzt hier Variablen, die mit dem Asterisk hier gehen und dann immer den ersten Teil von der Variable und den zweiten Teil von der Variable. Das ist das, was hier oben sich geändert hat. Der Rest bleibt gleich. Man will ja vermeiden, dass Dinge redundant da stehen, damit man immer an einer Stelle die Sachen ändern kann. So, und da setze ich jetzt diese Liste von Variablen drauf. Das erste ist hier E1, hier minus 2, minus 2 kommt hier rein, die 2 kommt hier rein und dann kommt minus 2, 2, 1, 2, 2, 0, 2, minus 2, 3. Und das hat das gleiche Ergebnis natürlich. Aber einen Code, der keine Redundanzen hat. So, second level of detail. So, was ich jetzt mache ist, dass ich sage, diese Dinge waren ja auf die Bühne eingesetzt, auf das Koordinatensystem der Bühne und setzen dann sich als Namen da rein. Und zwar alle gleich mit den gleichen Namen. Jetzt gehe ich und sage, mache ein Grid 2. Das ist Level of Detail 1, das ist Level of Detail 0. Level of Detail 1 sagt, ich möchte Grid 02 auf Grid 01 setzen, und zwar 1,1, das heißt auf den Punkt 1,1, die Größe 2,2, Unterteilung 4,4. Wieder eine Raster, Thickness, Orthogonal, Rotation 0. Das gleiche nochmal machen auf minus 1 und Rotation auf Pi halbe. Wenn ich das jetzt anwende, weil dieses Grid 1 viermal da ist, matcht das an vier Stellen und produziert jetzt 4 mal 2, 8 neue Koordinatensysteme. So, und das ist das Ergebnis. Ja? Das ist ein Baum von oben geguckt. Dup, dup, dup. Und immer Koordinatensysteme. Und die drehen, die kann man immer drehen. So. Und jetzt kann ich auf dem Level 2, also was ich tun muss hier ist, dieses neue Ruleset hier einfügen in die, das ist anders als hier, habe ich nur das Ruleset 1. Und hier habe ich jetzt Ruleset 1 und Ruleset 2. Und dann werden, im Prinzip geht das immer so, dass man guckt, was man hat, und dann werden die ganzen Rules-Regeln genommen und die matchen dann einfach da drauf. Und dann geht das. Jetzt machen wir ein Ruleset 2, LOD 2. Und jetzt machen wir ein Grafikelement. Das ist hier ein Rasterelement. Und wenn wir fertig sind, das sind jetzt die Blätter von dem Baum. Das sind jetzt nur die Äste. Und jetzt kommen die Blätter an dem Raum. Das machen wir im Grafikelement. Da habe ich in diese Funktion hier skizziert. Das ist alles eine skizzenhafte Implementation. So, und die sagt jetzt, auf das Grid 2 soll ein Element 1, Level 02 gepackt werden, an die Stelle 00, soll orthogonal sein. Und ich möchte gerne einen Tooltip haben auf ein rote Disk 0002. Und das soll, das kann ich, hier habe ich noch nicht richtig. Das soll, soll angezeigt werden mit 02. Und das hier auch. So, wenn ich das jetzt mache, sehen Sie, was passiert. Ich kann es größer, so. Mach's ihn größer. So, Sie sehen jetzt, eine rote Disk ist an der Stelle 00 im Koordinatensystem Grid 02. Das heißt, diese kleinen hier sind alle Grid 02. Das heißt, wir haben 8 Einheiten davon. Und an der Stelle 00 wird ein kleiner roter Kreis gemacht. Das kann ich jetzt auch größer machen. So, dann sind die jetzt, da ist ein kleiner roter Kreis. So, außerdem wird an der Stelle 1.1 eine rote Linie von 00
minus 2, 0, minus 2, minus 2, 0, minus 2 gesetzt. Das ist hier eine Linie. Und das heißt, es wird immer dieses kleine U-Profil dahingesetzt. Und das soll sich nennen E02. Das heißt, wenn ich jetzt hierher gehe, kriege ich hier den Namen E01 und EL202. Da kann ich mal gucken, was das ist mit der Maus. Das mache ich mit dieser Funktion Tooltip auf die Grafik. Eigentlich brauche ich nur das hier, Rotdisk. Und wenn ich das Tooltip drumherum mache, heißt immer, wenn ich da drüber gehe, zeigt es, was es ist. Fertig. Nicht, was es ist, sondern was ich hier hinschreibe. So, jetzt kann ich noch, das ist es im Prinzip. Also was Sie machen, Sie spannen einfach die Maschine auf, indem Sie sowas wie einen Baum von Koordinatensystemen machen. Und es sind immer Rotationen. Sie setzen das hin und drehen das immer. Dreht sich immer alles umeinander. Und dann pflanzen Sie in die Koordinatensysteme am Ende die Gebäudeelemente ein. Und was Sie dadurch bekommen, ist in diesem Code jetzt hier, dass Sie keine Redundanzen haben in der Art, wie Sie das beschreiben. Nichts ist doppelt beschrieben. Ja, Sie haben also eine Produktionsanlage gemacht, wie diese Maschine, die sich dreht, die Ihnen in dem Fall jetzt diese kleinen Linien und die Kreise, also irgendwelche Wände und Stützen, in den Raum produziert, in dem die sich so dreht. So, das ist, was Sie jetzt noch tun können mit dem kleinen System ist, dass Sie sagen, jetzt zeigen wir alle Regeln, das ist hier wieder, die dritte ist jetzt dabei. So, wir sagen jetzt, ich möchte gerne anschauen, das Grid, also wir sehen ja jetzt hier, was wir für Namen haben, zum Beispiel Grids hier oder EL. So, wir möchten jetzt gerne das Grid haben, und zwar von der Ebene, dann der Name hier, wir haben jetzt hier Grid, sehen Sie hier, was sagen wir hier, immer auf das Zentrum gucken. Hallo, also hier. Hier zum Beispiel die Stage. Oder hier haben wir Grid 02. So, das sagt, da unten dieser Schlüssel ist jetzt wieder, es ist wieder so ein Schlüssel. Grid, dann irgendetwas dazwischen, 02. Und dieser Schlüssel soll sichtbar sein. Entweder 02 oder, das ist die Vertikale, 01. Wenn ich jetzt 01 weglasse, dann haben wir das. Wenn ich jetzt sage, ich möchte gerne nur EL, dann kriegen wir nur die Namen, die EL haben. Weil dieser hier hat EL1, EL mit irgendwas. Ich kann jetzt auch sagen, nur EL1, dann macht er nur das. Nur EL2, dann macht er nur das. Und ich kann jetzt sagen, EL oder Grid. Und dann macht er das. Ja? So, das ist das Prinzip. So geht die Maschine. Jetzt zeige ich Ihnen, es gibt Radiale, kann ich auch mal, aber das machen wir nicht. Radial, da geht es in den Kreisen. Und auch hier kann man Objekte einfügen. So, und jetzt Durand. Das ist das, was wir machen wollen. Und das geht eben nicht auf einem, das meint man jetzt, man könnte das auf einem Karo-Papier machen und dann in einem Koordinatensystem. Das ist ein Tree, der sich verzweigt, und zwar in Rotationen. Und das ist rotationssymmetrisch alles immer. So, und jetzt zeige ich Ihnen, wie die plausibelste, also für mich die plausibelste Erklärung ist, wie diese Form von Architektur im 19. Jahrhundert passiert. So, wir bauen das Zentrum. Das ist das Rule LOD1, das ist dieses hier. So, das hat 8 Unterteilungen radial und 9 Einheiten hier. Also es unterteilt das ursprüngliche Raster in 3 in dieser Richtung und 8 radial. So, die Seiten. Was wir jetzt tun ist, wir setzen jetzt
wie wir das verstanden haben, gemacht haben, auf dieses Center, das ist ja das Center L1, Level of Detail 01, das Zentrum. So, 12, das heißt an den Rand, Ortho, das heißt, also hier bei den, die Prüfung wird nicht so werden. Das Problem hier ist, Sie sehen das hier, wenn ich jetzt hier LO1, LOD, LOD0, wenn ich das jetzt hier habe und jetzt das Ding da drauf setze, dann ist das jetzt, ich setze das auf die Position 8, das heißt hier auf 8 und auf 1, das heißt, es dreht sich 1 rauf und ist 8 nach auf x und y ist rund, also geht das hier 1 rauf. So, und der Radius ist jetzt so, dass das hier und hier schneidet, weil es eine Einheit ist. Hier sage ich 1. Weil es eine Einheit ist hier. So, wenn ich hier sage 1.2, dann geht es kleiner, genau die Hälfte davon. So. Wenn ich das jetzt runtersetze, zum Beispiel von 8 auf 4, dann wird das natürlich kleiner. So, wenn ich das jetzt nicht haben möchte, dann setze ich Ortho dahin. Und hier haben wir jetzt ein System, mit dem ich, wenn ich das jetzt hier runterfahre, So, darum geht es. So, deswegen habe ich hier auch Ortho wieder hingeschrieben, damit Ihnen da dieser Kram nicht passt, damit ich das im System von, also nicht im radialen, sondern im orthogonalen, ich habe jetzt das Argument nicht richtig, nicht im radialen oder im orthogonalen System habe. Das ist alles immer, deswegen will ich auch, dass Sie das nicht wirklich reproduzieren müssen können. So, deswegen setze ich das jetzt hierher, wieder ein Grid, und zwar eine Entrance, Level 01, ein Zeitcenter, 3 Stück. Das erste Element ist der Name, ist der Name. Und das zweite Element ist der Winkel, an dem es angeordnet wird. Davon haben wir also 4. Und dann setzen wir auf diese Side Centers, Side Center Left, dann machen wir das mal eben, ich mache es Ihnen neu. So, das sind die Regeln. So, das sind die Regeln und wenn ich das jetzt hier darstelle, dann das ist Grid 01, ich muss das Center 01. So, das ist Center 01. Center 01, dann stehen die Dinger jetzt so drumherum. So, was ich dann mache ist, dann setze ich auf die Side, hier auf das Side Center, hier, hier, links und rechts jeweils Elemente hin und auf den Entrance auch links und rechts jemanden hin. Das heißt, das eine passiert zweimal für den Entrance. Hier haben wir den Entrance und hier haben wir die Side Center. Alles die gleichen. Das heißt, diese beiden Regeln feuern jeweils dreimal und diese feuert nur einmal. Wenn ich das jetzt mache, stehen wir hier. So, und Sie sehen, dass sich das um das Zentrum rotiert. Wir haben jetzt hier spezielle Namen. Entrance Left. Zack, zack. So. Jetzt gehen wir her und gehen hier von dem Side Center, das ist dieses hier, das sind dieses Center hier. Ja,
setze ich diese Pure Function wieder. Das ist hier wie die Pure Function, eine Variable. Das sind die drei verschiedenen Namen, die da reinkommen. Side Center L1, Side Left und Side Right. So. Setzen wir hier ein. Und zwar in Side Left, Side Right. So, das heißt hier Side Left, Side Center und Side Right. Wird jetzt eine Side Square reingesetzt. Und zwar immer 0, 0, 4 Drittel, 4 Drittel, 4, 4. So, und das passiert natürlich jetzt, weil wir das jeweils dreimal haben, wird es 12 Instanzen von dem Side Square L2 geben. Und das sieht so aus. Das ist dieser Raum hier, den wir, das sind jetzt diese Räume hier. So, das Interessante war jetzt, dass Sie mit links und rechts über Rotationen in Kombinatorik reinkommen und dass Sie das jetzt aber immer wieder eingefangen haben. Weil diese Regel jetzt auf verschiedenen Namen feuert, können Sie das wieder in die Symmetrie dieser Räume, die ja alle nur quadratisch sind, alle gleich, können Sie das wieder einfangen. Das heißt, diese Varianz geht auf und die führen sie wieder zusammen. Das sind alles Spiele in diesen Produktionsanlagen. Dass sie immer sagen, so läuft das. Wie Rangiersysteme. So. Das heißt, für das, was jetzt hier ist, gibt es immer nur eine Repräsentation und das ist diese Regel. Die macht das. Weil ich das jetzt habe, kann ich sagen, auf diesen Side Square L08 mache ich jetzt Side Square L03, nächste Detaillierungsstufe. So, und mache jetzt wieder einen Raster da rein. Und zwar, weil ich hier sehe, dass die Ecken hier von dem Raum alle gleich sind. Sind alle gleich. Das heißt, das ist wieder ein Typ wie bei Darwin, der zählt das aus und sagt, das ist eine Spezies, also muss ich wieder eine Verzweigung machen. Setze also wieder eine Regel drauf. Also mache ich jetzt hier wieder eine Regel drauf. Das geht hier so, da waren wir hier, auf L02 setze ich L03, also nächsten Level, und von diesem Punkt nach diesem Einfügepunkte, Größe, Unterteilung, Raster und der Rest bleibt gleich. Wenn ich das jetzt tue, sieht das so aus. Dann habe ich jetzt jeden dieser Teile in vier Systeme gemacht, die sich aber alle drehen umeinander. Und wir haben wieder eine kombinatorische Explosion hier. Das ist wieder ein kombinatorisches Problem, weil sie nicht spiegeln können in der Produktion. Sie können immer nur drehen, verschieben. So, gehen wir nächstes. Jetzt fangen Sie an und sagen, weil diese Rotationen ja hier, weil das immer das Gleiche ist, jetzt haben wir davon 4 mal 3 mal 3, das sind 36 Elemente. Und jedes dieser Side L3 kriegt die nächste Detaillierungsstufe. Und jetzt machen wir wie die tatsächlichen Gebäudeelemente da rein. Wir machen jetzt eine Disk, eine Stütze und wir machen ein Polygon für die Wand. Und nennen das Side Square Level of Detail 4. Und wenn Sie das jetzt machen, dann haben Sie die Wände da drin. Und wir können das jetzt so, das ist der Mechanismus, den Durand in seinem Buch beschreibt. Das machen die halt per Hand. Und das ist ein Architektur-Engineering, eine Maschine, wie man Architektur macht. Lesen Sie, was er schreibt, direkt. Schauen Sie hier, wie das funktioniert, es ist direkt, was er schreibt. Und natürlich haben die keinen Computer gehabt, aber sie haben Computer gedacht in dieser mechanischen Weise. Sie haben eine Grammatik gedacht. Und so ist es zu beschreiben, alle Architektur aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Meine Hypothese ist das. Jetzt können Sie auf 3 gehen. So,
wie wir das vorhin hatten, oder sich alles angucken, wie es ist. So, jetzt haben wir keine Zeit, das durchzugehen hier. Jetzt habe ich einfach die nächsten gemacht. Das wird dann wieder ein bisschen schwieriger, weil das jetzt nicht mehr sich symmetrisch rotiert, sondern weil das asymmetrisch ist in XY-Achse, diese Koordinatensysteme. Deswegen gibt es wieder kombinatorische Probleme, die man aber auch wieder einfangen kann in, so sieht das jetzt dann aus, der nächste Schritt, und die man wieder einfangen kann durch diese Symmetrien, und dann sieht das Ding am Ende so aus. So, und Sie kommen mit ganz wenigen, und das sind nur Zahlen, mit denen Sie das machen. Also wie man das steuert, sind nur diese Zahlen. Sie sehen das hier. Wie die Räderwerk von dem Stepping Wheel. Mehr ist nicht. Der Rest ist da. Das ist also ein Kalkulator, der Ihnen diesen Grundriss aufspannt. So, so glaube ich, geht das. Und das ist, wie bei der Pascaline, das Interface. Das ist jetzt das ETH-Gebäude von Semper. Aber das Interface sieht, das ist wirklich wie der Traum von dieser Mechanik. Also das ist das, was gelernt ist. Und dann gucken die Studenten da aus dem, die Dozenten aus den Fenstern raus und zeigen das Ergebnis. So geht das. Ja? Das hatten wir beschrieben. Das ist sehr wichtig. Mit dem Tag und mit der Nacht. Und diese Verzweigtheit, dass etwas verzweigt in der Fläche, endlos, das wird beschrieben mit der Zahl E. Das ist sowas wie der Treibstoff für diese Maschinen in der Mathematik, mit denen die Zahlen sich drehen. Und wenn man das, hier ist der Tag, hier ist die Nacht, wenn man das in die Nacht setzt, diese Zahl E, dann gibt es diese Lernkurve. Das heißt, die Fassade ist dieser Wert hier oben. Das hier, was man lernt am Ende der Kalkulation, wenn man abbricht, wenn man sagt, es reicht in der Differenziertheit. So, das ist auch das, was wir meinen, man muss das alles sehr präzise und schön machen. Das heißt einfach noch eine Regel, noch eine Regel, noch eine Regel, noch eine Regel. Und irgendwann sagt man, es reicht, wir brauchen nur 8 Stellen. Wir können auch 16 mal, wir können auch 32 mal, aber es reicht. So, und das heißt, diese Kurve, es ist am Anfang schwierig, das aufzusetzen, dann rennt sie und dann so und dann, man sieht also ganz am Anfang erst gar nichts, dann sieht man, ja, es ist Durand, jetzt macht man weiter, 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 und ich habe jetzt halt hier aufhören müssen, weil ich es leider nicht weiter geschafft habe. Ich hätte Ihnen gerne mehr gezeigt. So, aber das heißt nichts, das heißt einfach nur, dass man auf dieser Kurve ein bisschen weiterkommt. So, und das hier zeigt diesen Wert, das, was man gelernt hat. Das ist die Fassade. Und das ist die Orthographie in der Architektur. So. So. Jetzt glaube ich, dass man quasi die Memories des letzten Tages, also sowas wie das Ergebnis des Träumens zeigt. So, das ist hier. Also das ist eigentlich ein Interface. Wir haben darüber geredet und jetzt ist hier mit den Konzepten, das war letzte Woche, um zu zeigen, dass das, hier waren ja unsere Konzepte, das hatte ich in letzter Woche gesagt, wie wir da alle Gebäude der Welt in Wikipedia haben können. Jetzt frage ich einfach nach solchen Gebäuden und nach solchen Fassaden. Hier gehen wir 1750 für 100 Jahre auf das Konzept 134 und dann kriegen Sie Fassaden von Kirchen aus dieser Zeit, die uns interessieren, weil da so gerechnet worden ist und so gedacht worden ist und die Welt so erklärt worden ist. 120 Stück. Ich muss das mit der Datenbank verbessern, das dauert zu lang. Come on, hier. Und jetzt sehen Sie diese verschiedenen Arten, wie diese Träume, es gibt jetzt manche Stellen, die offensichtlich nicht da reingehört, dann sind die aufgeführt, weil irgendwie das blöd gemacht ist oder weil sie renoviert worden sind in der Zeit. So, aber der Großteil dieser Dinge, jetzt kann man das sortieren, sind von dieser papiernen Traumhaftigkeit und Interfaces, um zu zeigen, dass das, was da drin passiert, energetisch ist.
So, und das ist ein anderes Setup als, wie wir das hier haben, wenn wir im Barock gucken. Das ist ein aktives Sprechen. Das ist am Tag. Kein Interface. Das ist ein Subjekt, was aktiv spricht und nicht verhalten reflektiert. So, das ist jetzt visuell und das ist auditiv. Und jetzt können Sie wieder hier das auch auditiv, jetzt bei uns. Und wenn Sie das wieder anfragen, machen wir hier wieder 120 Stück. Hier. Und dann sehen Sie, dass das eine andere Präsenz ist, wie die Dinge in der Welt, wie die Gebäude in der Welt stehen. Ja? Diese Dinge sind nicht so modelliert mit der Maschine. Die verkörpern keine Maschine. Diese Dinge verkörpern die Maschine. Die nicht, das ist einfach falsch drin. Das liegt, weil die, also man kann ja gucken, weil die Leute das haben die für 1760 eingebaut, das kann nicht sein. Vincenzo, nee, das kann nicht sein. Irgendwie renoviert worden. So. Das ist einfach zu schnell. Gut. Aber da werden wir noch genauer drauf eingehen. So, haben wir das. Wenn wir dieses Rechnen mit dem Lernen ins Extrem schauen, also wenn diese Mechanismen, mit denen wir den Grundriss aufspannen, als Infinitum denken, und alles auf der Welt uns so betrachten, dass es so rechnet und ein Interface ist von Rechnern, die so sind, dann ist das die Natur. Dann ist der Grundriss die Natur. Dann wächst der Baum nicht in einem Schema mit drei Schritten, sondern in unendlich vielen Schritten und ist dann dieser individuelle Baum. So, und ist produziert im Leben, in der Natur. So, das ist das Denken dann gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Und wir sehen, wie die Artefakte dann aussehen. Also wir sehen, dass erstens es tatsächlich Natur gibt. Auf das erste Mal, dass Natur drinnen ist, also dass tatsächlich die Ichnographie nicht Menschen rumlaufen oder irgendwelche Stühle, sondern wirklich Bäume, das erste Mal. So, das ist das Erste. Wir sehen, dass diese Prozesse explizit werden, wie man sowas baut. Also tatsächlich so laufen mit der Maschine. Und wir sehen, dass die Fassade, das Interface transparent wird. Das heißt, die Natur bleibt. So, das ist, da löst sich dieses Engineering auf in Atmosphärisches. Das heißt einfach, Engineering ist überall. Oder Produktion, Industrialisierung, all das, was dazugehört, ist überall. Und diese Gebäude sind dann Miniaturen von dieser Vorstellung. So, das sind, glaube ich, wichtig. Was wir heute haben, ist dieses, wie wir damit umgehen. Ich hatte schon erzählt, dass man versucht, Spuren zu finden und so weiter. Jetzt zeige ich Ihnen, wie wir heute mit der Natur umgehen. Dass wir diesen Vorstellungen so gerne nachhängen.
So, ich zeige Ihnen hier, was wir machen. Also zum Beispiel Playing Nature mit den Computern. Form ist Gravity, equals Gravity. So, wir haben jetzt hier einen Satz von Variablen. So, wir setzen, es wird so eine Hängekette wie bei Gaudi. So, ersten Punkt 1 auf x1, 0, x2 soll ja runterhängen, wissen wir nicht, wo der ist in y, 3 wissen wir in y auch nicht, 4 wissen wir auch nicht, 5 soll wieder 0 sein. Das heißt, wir nehmen eine Kette, hängen die so auf und wir wissen nicht, wo die drei Glieder in der Mitte hängen. So, wir geben dieser Kette eine gewisse Elastizität. So, das soll wie ein Gummi sein. So, das heißt, das machen wir 0,2. Und wir sagen, es gibt Kräfte auf diese Punkte in x 0, gibt also keinen Wind oder sowas, und in y, also in die Vertikale, auch 0,2. Irgendein Wert. So, was wir jetzt tun hier ist, wir bauen ein System von Gleichungen, um die Variablen aufzusetzen. Das heißt, wir sagen, ja, Punkt 1 hier, der hat einen Punkt 0 und Punkt 2 als Nachbarn. Der ist verknüpft mit zwei Verknüpfungen mit den Nachbarn. Diese Vektoren von nach dem einen Nachbarn und nach dem anderen Nachbarn sollen vektoraddiert die Gravitation aufheben. Das heißt, die sollen beide ein bisschen nach oben gehen und dann kompensieren den Kraftvektor nach unten und zusammen soll das 0 sein. Die sollen beide gleich sein. So, das heißt hier, ich mache eine Equation 1, die Gravitation an der Stelle 2 soll eben der Elastizität von dem Punkt 2 minus Punkt 1 minus Punkt 2 und Punkt 3 minus Punkt 2. Und hier der Punkt 2 soll eben mit den anderen Nachbarn und mit seinen Nachbarn. Da habe ich also drei Gleichungen. Die sehen so aus. Machen wir hier, haben wir das? Ich weiß nicht, ob ich die evaluiert habe. So, jetzt haben wir drei Gleichungen, drei Variablen, und die kann man lösen. Das machen Sie hier mit Solve. Und Sie sagen, löse die Gleichung 2, 3 und 4 nach den Variablen y2, 3 und 4. Und wenn ich das mache, sagt er mir, wo y1, y2, y3 und y4 sind. So, wenn ich das mir grafisch darstelle, sieht das so aus. So, was ich gemacht habe, ist wirklich interessant. Also ich sage, die Dinge sind verknüpft. 1 mit 2, mit 3, mit 4, mit 5. Die haben eine gewisse Elastizität. Ich weiß nicht, wie die Koordinaten sind. Ich hänge das an zwei Stellen auf und ich weiß nicht, wie das ist. Aber es soll gleich der Gravitation sein, sprich der Natur. Das heißt, ich setze mein System, mein inneres System mit der Natur gleich. Und das ist alles. Und sage, lösen. Und dann läuft diese Maschine und gibt mir die Werte. Ich brauche nichts tun, außer zu sagen, mach das System gleich der Natur. Macht es das. Das ist eine generic implementation, da macht man es mit Graphen, kommt das Gleiche raus. So, und jetzt zeige ich Ihnen, wie das mit 24, wenn Sie es generisch haben, machen Sie mit 24 von den Dingern, paff, hängt Ihnen das sich so durch. Ja, haben wir keine Zeit. Jetzt mal auf 480 Elemente mit drei Dimensionen. So, hier ist ein Grid. Hier sind die Verknüpfungen von dem Grid. Das ist die gleiche Implementation. Jetzt sage ich, ich setze die Stärke von den Bändern unterschiedlich, also diese Elastizität. Da setze ich jetzt den Rand mache ich stark und dann hier in der Mitte mache ich ein bisschen und der Rest soll relativ weich sein. Und jetzt sage ich wieder, das ist mein System von Gleichungen. Jetzt habe ich ein Gleichungssystem mit 408 Variablen.
480 Gleichungen mit 480 Variablen. Das ist zum Beispiel das erste Gleichungssystem. Das ist das 100. Gleichungssystem. So, nichts weiter. Und das Interessante ist, Sie können diese Grafik direkt in Gleichungssystem übersetzen. Mit dieser kleinen Kommando. So, jetzt sage ich wieder die Environment, das ist Gravitation, XYZ, Z geht da drunter. Jetzt mache ich das und jetzt sage ich solve, ja, und setze das, die Environment gleich dem System und löse alle Variablen. Wir haben gesehen, wie schnell das geht. Und jetzt zeichne ich das und es sieht so aus. Und wenn ich jetzt ein bisschen Wind mache von einer Seite, so, dann löse ich das wieder und zeichne das und dann sieht es weggepustet aus. So, mit den Computern ist das alles wunderbar, aber konzeptionell ist das, dass wir delegieren die Form an die Natur. Das heißt, es ist direkt eine romantische Figur, das so zu machen. Es ist faszinierend, dass man das so tun kann, aber es ist Romantik. Direkt. Es ist kein neuer Gedanke dabei. Ja? Und ähnlich hier mit der Produktion und Form. Ich zeige Ihnen, es ist genau das Gleiche. Jetzt habe ich hier einen Roboter. Ich mache einen... Ich sage, der Roboter soll an der Stelle 0,0 sein, das ist der Punkt 0,0 und eine Länge 0,0,0, also in dem Punkt 0,0,0, da ist der Roboter. Dann sage ich, das erste Element soll 0,02 sein, das heißt zwei Einheiten hochgehen, da soll er fix stehen. Dann sage ich, er soll rotieren können. Dann sage ich, am Ende der Rotation soll ein neuer Arm mit der Länge 4 kommen und er soll wieder rotieren können. Und da soll wieder einer drankommen und der soll rotieren. Das wird jetzt hier gemacht. Rotation 1, 2, 3, Punkt 1, 2, 3, Translation, das sind die Länge von den Armen immer, Rotation ist, wie er drehen kann, und dann der neue Punkt. Rotation, Translation, der neue Punkt. So. Der neue Punkt ist einfach die Rotation, Translation 1, Rotation 1, Rotation 2, Translation 3, Rotation 3, Translation auf P0. So, und da habe ich jetzt wieder einen Haufen Variablen drin, Alpha, Beta, Gamma und so weiter. Also ein Gleichungssystem. Das heißt, der Roboter wird jetzt nicht beschrieben als Artefakt mit Punkten, sondern mit Variablen, als Gleichungssystem. Und deswegen kann er sich bewegen. Der kann sich nur deshalb bewegen, weil es Variablen sind. So, was ich jetzt machen kann ist, und das ist das Gleichungssystem von dem Roboter. Jetzt haben wir hier, ich habe es nicht evaluiert. Der Roboter sieht so aus. Das ist die Gleichungssystem. So, jetzt kann ich es restriktieren. Ich kann zum Beispiel sagen, Alpha soll nicht irgendwie so gehen, sondern nur in bestimmte Richtungen. So, und jetzt kann ich mir den Roboter darstellen lassen. Das ist die Grafik von dem Roboter. Und jetzt haben wir hier einen Roboter, den kann ich jetzt hier so bewegen, ja? So, und dann gibt es halt blödsinnige Bewegungen und so weiter. So. Und es geht immer nur Translation, Rotation, blablabla, und dann fertig. Und dann kriegt er sowas wie eine Skin über diese Funktion hier. Und dann haben wir es. So, das sind die Constraints. Das ist eine schlechte. Kann man testen, ob das eine gute Position ist oder nicht. So, und jetzt habe ich ein Artefakt, den roten Punkt. Und das Artefakt steht an einer bestimmten Position. Und das Einzige, was ich machen muss, ist, so, haben wir das Artefakt und den Roboter. Jetzt haben wir P3. Und jetzt muss ich nur gucken, dass das P3 das Artefakt gleich ist. Ich muss sagen, der Roboter in seiner Beweglichkeit an seinem Endpunkt soll gleich sein mit dem Artefakt. Fertig. Und dann will ich Alpha, Beta und Gamma haben. Solve das und kriege vier Lösungen, wie das geht. Also vier Wege, wie er da dran kommt.
Jetzt kann ich sagen, welche sind richtig. Und dann kann ich sagen, die vierte Lösung, die funktioniert. Also hole ich mir diese Position und zeichne den Roboter dahin. So, das heißt, die ganze Robotik ist, und jetzt haben wir das hier, kann man animieren. Die Robotik ist nichts weiter, als dass ich sage, die Beweglichkeit von einer Maschine ist gleich dem Artefakt fertig. Und wieder ist das jetzt nicht an die Natur, sondern an eine prinzipielle Mechanik delegiert, was eine Form ist. Das sind alles romantische Träume. Technisch anspruchsvoll heute, weil man das so machen kann. Das hat man sich früher wirklich erträumt. Aber wir können jetzt quasi die Träume realisieren. So, aber es sind romantische Träume, weil wir diese Mechanik, die Natur gleichsetzen mit dem, was wir an Form eigentlich gestalten wollen. Deswegen sind das alles Designs, keine Architektur. Weil wir die Form nicht bestimmen. Formen gehen so nicht. Die sind unabhängig davon. Wir müssen uns von der Natur, von dem Natürlichen oder von dem Funktionalen, wie hier, emanzipieren. So, jetzt zeige ich Ihnen noch eben kurz, wie die Übung, so eine typische Übung aussehen wird. Ich werde Ihnen 3, 4 so Dinger per Zufall austeilen. Sie werden ein Sie können Ihren Computer benutzen. Ich werde Ihnen so eine Zeichnung geben da unten. Das sind jetzt 2, 3 Ebenen. Relativ einfaches Regelset. Sie können Ihren Computer benutzen und dann diesen Code da immer kopieren, Copy and Paste. Und dann möchte ich gerne, dass Sie den Code dazu erzeugen können. Dass Sie also diese Zeichnung, die Sie auf dem Papier haben, rekonstruieren können mit einem Regelset, was dem entspricht. So, das heißt, Sie müssen etwas trainieren, wie sowas geht und wie die Mechanik davon ist. Und dann möchte ich gerne, dass Sie das in 20 Minuten so etwas ausknobeln können, auf welchen, also wie groß ist diese, also die Stage, welche Raster hat die, was ist das erste, was ist das zweite Raster und wie hängen dann auf diesem Raster die einzelnen Elemente drin und wie sind die Drehungen und Spiegelungen und Symmetrien, dass Sie so einen Baum entwickeln, wie das geht. Das heißt, Sie müssen keinen Code schreiben, Sie nehmen exakt diese Struktur von dem Code, wie sie da ist, Sie müssen nur neue Regeln einfügen und vor allen Dingen diese Parameter hier bestimmen können, um gezielt ein Ergebnis, was ich Ihnen vorgebe, erzeugen zu können. So, das heißt also, was ich möchte ist, dass Sie sich zu Hause jetzt ein paar Stunden hinsetzen und versuchen, anfangen zu denken, wie man so eine Maschine sich räumlich entfalten lassen kann. So. Ja? Dass Sie anfangen, so zu lernen, zu denken, wie das im 18., 19. Jahrhundert war. So, wir werden nächste Woche eine Sprechstunde haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, können Sie sich da helfen lassen. Ist ja immer so, wenn Sie irgendwelche Klammern und so weiter nicht haben, dann denkt das immer. Und dann kann man Ihnen helfen. Und in 2 Wochen gibt es dann die Übung. Es wird 20 Minuten dafür geben. Und ich werde diese Form von Komplexität Ihnen als Aufgabe geben. Verschiedenen Personen unterschiedliche Aufgaben. Ja? Ansonsten ist heute wieder um 17 Uhr, also jetzt im Anschluss habe ich wieder Sprechstunde für eine Stunde, wenn Sie möchten. Nächste Woche werde ich selber nicht da sein. Ja? Ich bedanke mich. Ade.